Unter der trügerischen Ruhe einer Welt im Krieg, mitten im donnernden Chaos der Schlachtfelder und den schattigen Korridoren der Macht, existierte eine unerbittliche Unterströmung des Widerstands gegen einen der berüchtigtsten Tyrannen der Geschichte, Adolf Hitler. Die Geschichte der zahlreichen Attentatsversuche auf Hitlers Leben webt sich durch das Gewebe der Herrschaft des Dritten Reichs. Ein Zeugnis für den unbeugsamen Geist derer, die versuchten, den Marsch der Tyrannei aufzuhalten. Von den frühen Tagen von Hitlers Machtübernahme in den 1930er Jahren bis zu den sterbenden Glutresten des Zweiten Weltkriegs im 1945er Jahr kamen nicht weniger als 42 dokumentierte Verschwörungen aus den Schatten, jeder ein wagemutiger Versuch, den Lauf der Geschichte zu ändern. Diese Versuche waren in ihrer Ausführung so vielfältig wie in ihrer Herkunft, reichten von einzelnen Schützen bis hin zu aufwendigen Sprengstoffen und umfassten eine Besetzung von Charakteren, von desillusionierten Militäroffizieren bis hin zu gewöhnlichen Bürgern, die zu außergewöhnlichen Akten des Mutes bewegt wurden. Einer der berühmtesten dieser Versuche entfaltete sich am 20. Juli 1944, die Operation Walküre, angeführt von Oberst Klaus von Stauffenberg. Mit einer Aktentaschenbombe im Konferenzraum von Hitlers Wolfsschanze platziert, suchte Stauffenberg, die Nazi-Führung auszulöschen. Doch das Schicksal griff ein und Hitler überlebte wie durch ein Wunder. Die Aktentasche war hinter ein Bein des Konferenztisches verschoben worden, welches die tödliche Kraft der Explosion ablenkte. Unter den anderen bemerkenswerten Versuchen war die geniale Verschwörung von Henning von Treskow, einer Hauptfigur innerhalb des deutschen militärischen Widerstands. Im März 1943 ersann Treskow und seine Mitverschwörer einen Plan, Hitler mit einer als zwei Flaschen Cointreau getarnten Bombe zu ermorden. Dieses Sprengstoffpaket sollte auf Hitlers Flugzeug transportiert werden, in der Erwartung, dass die resultierende Detonation den Führer im Flug töten würde. Jeder Versuch, ob durch Unglück, Verrat oder den unheimlichen Glück des Führers vereitelt, fügt eine Schicht von Intrige und Verzweiflung in den Kampf gegen die Nazi-Tyrannei hinzu. Kann man sich den Mut vorstellen, den es brauchte, sich solch überwältigenden Widrigkeiten entgegenzustellen, in dem Wissen, dass der Preis des Scheiterns nicht nur der eigene Tod, sondern potenziell der Tod von Geliebten und die weitere Ermutigung eines monströsen Regimes war. Wie Mahatma Gandhi tiefgreifend resoniert hat: Wenn ich verzweifle, erinnere ich mich daran, dass durch die ganze Geschichte der Weg der Wahrheit und Liebe immer gewonnen hat. Es gab Tyrannen und Mörder, und eine Zeit lang können sie unbesiegbar erscheinen. Aber am Ende fallen sie immer. Denk daran, immer. Dieses Gefühl hallt ergreifend durch die Geschichten derer wieder, die es wagten, Hitler direkt herauszufordern. Ihr Vermächtnis, eine Erinnerung an die Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes im Angesicht des Bösen. Begleiten Sie uns, wenn wir in die Schatten der Verschwörung, des Mutes und der knappen Entkommen eintauchen, die unerzählten Geschichten der Männer und Frauen erforschend, die alles riskierten, um einen Diktator zu stoppen. Willkommen im Tagebuch von Julius Cäsar. Ein Vorspiel zur Schande. Die frühen Jahre und der Aufstieg Adolf Hitlers. In den Annalen der Geschichte ist der Aufstieg Adolf Hitlers zur Macht eine deutliche Erinnerung daran, wie persönlicher Ehrgeiz gesellschaftliches Chaos ausnutzen kann, und webt eine Erzählung so dunkel und komplex wie das Gewebe der Geschichte selbst. Geboren am 20. April 1889 in Braunau am Inn, einer kleinen Stadt am österreichisch-deutschen Grenzgebiet, war Hitlers frühes Leben geprägt von der strengen Disziplin seines Vaters, Alois, einem Zollbeamten, und der fürsorglichen Pflege seiner Mutter, Clara. Der Verlust seines Vaters im Jahr 1903 und der Tod seiner Mutter an Brustkrebs im Jahr 1907 stürzten Hitler in einen Strudel aus Trauer und Unsicherheit, ließen ihn in seinen späten Teenagerjahren verwaist zurück und bereiteten die Bühne für einen turbulenten Weg vor. Träume von künstlerischem Ruhm führten den jungen Adolf nach Wien, ein pulsierendes kulturelles Zentrum, doch die Ablehnung durch die Akademie der Bildenden Künste im Jahr 1907 und erneut im Jahr 1908 zerstörten seine Aspirationen. Wien wurde sowohl sein Zuhause als auch sein ideologischer Schmelztiegel, als er auf antisemitische und nationalistische Strömungen stieß. Mit Mühe überlebend, wurde er tief beeinflusst von den Schriften des deutschen Nationalisten
Georg Ritter von Schönerer und des antisemitischen Bürgermeisters Karl Lüger. Hitler reflektierte später über diese Periode als grundlegend, berühmt äußernd in Mein Kampf. Wien war und blieb für mich die härteste, aber gründlichste Schule meines Lebens. In dieser Zeit formten sich meine ersten weltanschaulichen Ideen. Der Erste Weltkrieg war der Schmelztiegel, der Hitlers eisernen Willen formte. Als Freiwilliger für das bayerische Heer fand er einen Zweck inmitten des Chaos der Schlachten. Seine Tapferkeit angesichts der Widrigkeiten, einschließlich einer Verwundung in der Schlacht an der Somme im Jahr 1916 und einer vorübergehenden Erblindung durch einen Gasangriff im Oktober 1918, brachte ihm das Eiserne Kreuz erster Klasse ein. Doch das Kriegsende brachte nicht Frieden, sondern Verzweiflung, Deutschlands Niederlage und der strafende Vertrag von Versailles aus dem Jahr 1919 wurden zum Gespenst, das Hitler heimsuchte, und schürten tiefen Groll und den Schwur nach Vergeltung. Die Nachkriegsjahre waren eine Zeit des Umbruchs in Deutschland. Inmitten dieses Chaos entdeckte Hitler sein Talent für die Rhetorik, trat der Deutschen Arbeiterpartei im Jahr 1919 BEI. Bis 1921 hatte er die Kontrolle übernommen und verwandelte sie in die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei oder NSDAP. Seine frühen politischen Unternehmungen waren geprägt von einem gescheiterten Putsch, dem Münchner Bierhallenputsch vom 8. November 1923. Dieser Versuch, die Macht zu ergreifen, brachte ihn ins Gefängnis. Doch während seiner Inhaftierung in der Festung Landsberg verfasste er Mein Kampf, legte seine Vision für die Zukunft Deutschlands dar und zementierte seine antisemitische Ideologie. Diese Periode war geprägt von Reflexion und Strategie, wie Hitler bemerkte: Er allein, der die Jugend besitzt, gewinnt die Zukunft. Nach seiner Freilassung nutzte Hitler die wirtschaftliche Turbulenz der Großen Depression aus, stellte die NSDAP als Leuchtturm der Hoffnung für eine geplagte Nation dar. Seine Reden, geladen mit Inbrunst und Versprechen der Wiederbelebung, zogen massive Menschenmengen an. Das Schicksalsjahr 1930 sah die Nazis zur zweitgrößten Partei im Reichstag aufsteigen und bereitete den Weg für Hitlers Machtübernahme. Seine Ernennung zum Kanzler am 30. Januar 1933 durch Präsident Paul von Hindenburg war der Höhepunkt einer sorgfältig orchestrierten politischen Manöver, die die Angst und Instabilität ausnutzten, die die Nation ergriffen hatten. Seine eigenen Worte aus »Mein Kampf« fassen diese Reise zusammen. Welch ein Glück für die Herrscher, dass die Menschen nicht denken. Der Schattenpfad, der meteorhafte Aufstieg der NSDAP. Im tumultartigen Nachklang des Ersten Weltkrieges fand sich Deutschland treibend in einem Meer aus politischem Aufruhr und wirtschaftlicher Verzweiflung wieder. Vor diesem Hintergrund nationaler Verödung wurde die NSDAP, ursprünglich bekannt als die Deutsche Arbeiterpartei, geboren. Das Jahr war 1919, eine Zeit, in der die Straßen Münchens reif mit Unzufriedenheit waren und die Luft dick mit der Forderung nach Veränderung. In dieses Milieu trat Adolf Hitler, ein Mann, dessen Schicksal untrennbar mit der Erzählung der NSDAP verknüpft werden würde und dessen Einfluss den Lauf der Geschichte auf einen Pfad markiert von Dunkelheit und Verzweiflung lenken würde. Die Gründung der NSDAP lässt sich auf den 5. Januar 1919 zurückführen, als Anton Drexler, ein Eisenbahnschlosser, zusammen mit mehreren anderen nationalistischen und antisemitischen Mitgliedern die DAP gründete. Anfangs war die Partei eine von vielen kleinen politischen Gruppen, die um Einfluss in einem zersplitterten Nachkriegsdeutschland kämpften. Jedoch markierte der Eintritt Hitlers in die Partei später in jenem Jahr den Beginn einer Transformation, die sehen würde, wie die DAP aus der Obskurität in den Vordergrund der deutschen Politik entwickelte. Hitler, mit seinen elektrisierenden Redekünsten und tiefem Verständnis für die Macht der Propaganda, wurde schnell zur treibenden Kraft hinter der Umbenennung der Partei in die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei im Jahr 1920. Unter seiner Leitung adoptierte die Partei das Hakenkreuz, ein altes Symbol, das für rassische Reinheit und nationalen Wiedergeburt stehen sollte, als ihr Emblem. Hitler verkündete berühmt: »Wir wählen Rot für unsere Plakate, nach sorgfältiger und gründlicher Überlegung, um die Linken zu provozieren, sie zur Empörung zu treiben und sie dazu zu bringen, unsere Versammlungen zu besuchen, wenn auch nur, um sie zu sprengen,
sodass wir auf diese Weise eine Chance bekommen, mit den Menschen zu sprechen. Die Kernüberzeugungen der NSDAP wurden im 25-Punkte-Programm zusammengefasst, das im Februar 1920 verkündet wurde. Dieses Manifest legte das Fundament für eine Partei, die zutiefst nationalistisch, antisemitisch, antimarxistisch und antidemokratisch war. Es forderte die Vereinigung aller Deutschen in einem Großdeutschland, die Aufhebung des Vertrags von Versailles und den Ausschluss von Juden aus der deutschen Gesellschaft unter anderem. Diese Prinzipien trafen einen Nerv bei einer Bevölkerung, die nach einem Sündenbock für ihre Demütigung und Not suchte, und sie boten eine einfache, doch überzeugende Erzählung, um die Hitler Unterstützung sammeln konnte. Er erklärte, wofür wir zu kämpfen haben, ist die notwendige Sicherheit für das Existieren und die Vermehrung unserer Rasse und unseres Volkes, den Unterhalt seiner Kinder und die Erhaltung unseres Rassenbestandes unvermischt, die Freiheit und Unabhängigkeit des Vaterlandes. Hitlers Führung war gekennzeichnet durch eine hypnotisierende Mischung aus charismatischer Autorität und strategischem Geschick. Er war ein Meister darin, die öffentliche Meinung zu manipulieren, indem er Massenversammlungen, Reden und die Parteizeitung, den Völkischen Beobachter, nutzte, um die NSDAP-Botschaft zu verbreiten. Seine Fähigkeit, in die Ängste und Hoffnungen des deutschen Volkes einzudringen, sich als der einzige Führer zu präsentieren, der Deutschlands verlorenen Ruhm wiederherstellen konnte, war beispiellos. Eines von Hitlers berühmtesten Zitaten aus dieser Zeit, »Gebt mir 5 Jahre und ihr werdet Deutschland nicht wiedererkennen«, spiegelt die transformative Vision wider, die er versprach, eine Vision, die sowohl verführerisch als auch in ihren Implikationen erschreckend war. Schatten und Echos, der Münchner Bierhallenputsch und die Genesis des Verrats. Im tumultartigen Nachklang der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg wurde ein Land, das von Verlust und den demütigenden Bedingungen des Vertrags von Versailles gezeichnet war, zum Nährboden für politischen Extremismus. München, das Herz Bayerns, wurde zu einem Brennpunkt der Unruhe, wo Adolf Hitler, eine Figur, die aus den Schatten der Nachkriegsdesillusionierung hervortrat, sein Schicksal zu formen suchte. Der Münchner Bierhallenputsch im November 1923, ein Wendepunkt in Hitlers früher politischer Karriere, war nicht nur ein gescheiterter Putsch. Es war eine dramatische Proklamation seiner Absichten und eine deutliche Illustration des Verrats, der seine Herrschaft definieren sollte. Die Geschichte beginnt in der volatilen Atmosphäre Münchens, einer Stadt voller politischer Unruhe und reif für die Art von dramatischer Aktion, die Hitler und seine entstehende NSDAP sich vorstellten. Der Putsch wurde als kühner Schlag gegen die Weimarer Republik konzipiert, die Hitler und seine Anhänger für die Demütigung Deutschlands im Krieg und dessen Nachspiel verantwortlich machten. Der Plan war, Gustav von Kahr, den Staatskommissar Bayerns, zusammen mit anderen Schlüsselfiguren zu entführen und sie zu zwingen, einen Marsch auf Berlin zu unterstützen, um die Regierung zu stürzen. Die Bühne war am Abend des 8. November 1923 im Bürgerbräukeller, einem großen Bierhall in München, bereitet, wo Gustav von Kahr, der bayerische Staatskommissar, eine Ansprache hielt. Mit einer schnellen und kühnen Bewegung stürmten Hitler und seine paramilitärische Kohorte, die SA, orchestriert von Ernst Röhm, die Halle. Inmitten der Verwirrung bestieg Hitler einen Tisch, feuerte einen Schuss in die Decke und erklärte, »Die Regierung ist gestürzt!« Diese kühne Erklärung sollte den Beginn einer nationalen Revolution signalisieren, mit München als Epizentrum. Hitlers Kühnheit war greifbar, als er dem verdutzten Publikum verkündete, »Ich habe 4 Kugeln in dieser Pistole, 3 für die Verräter und 1 für mich selbst.« Doch die großartigen Pläne der Nacht entwirrten sich schnell. Von Kahr, zusammen mit anderen Schlüsselfiguren wie Otto von Lossow und Hans von Seisser, schien zunächst unter Zwang, Hitlers Forderungen nachzugeben. Sobald sie jedoch freigelassen wurden, organisierten sie eine schnelle Gegenaktion gegen die Putschisten. Am folgenden Tag, als Hitler und etwa 2000 Anhänger in einem kühnen, aber zum Scheitern verurteilten Versuch, die Macht zu ergreifen, zum Zentrum Münchens marschierten, wurden sie mit bewaffnetem Widerstand konfrontiert. Die darauffolgende Konfrontation war kurz, aber blutig und führte zum Tod von 16 Nazis und 4 Polizisten. Hitler selbst wurde verletzt und floh vom Schauplatz, nur um 2 Tage später verhaftet zu werden. Der Putsch war ein Fiasko, aber er markierte einen Wendepunkt für Hitler und die NSDAP.
Der darauffolgende Prozess, Anfang 1924, wurde zu einer Plattform für Hitler, seine Ansichten zu verbreiten, und erhielt weitreichende Medienberichterstattung. Trotz der Anklage wegen Hochverrats wurde er zu nur 5 Jahren in der Festung Landsberg verurteilt, von denen er weniger als 9 Monate absaß. Während dieser Zeit diktierte er »Mein Kampf« an Rudolf Hess, indem er seine Ideologie und Zukunftspläne für Deutschland darlegte. Rückblickend auf den Putsch erkannte Hitler die Macht der Propaganda und die Notwendigkeit legaler statt gewaltsamer Mittel zur Machtergreifung. Er bemerkte berühmt: »Wir werden uns die Nasen zuhalten und gegen die katholischen und marxistischen Abgeordneten in den Reichstag einziehen müssen.« Rückblickend auf den Putsch erkannte Hitler die Nutzlosigkeit von Gewalt zur Machterlangung und bemerkte berühmt: »Jeder weitere Versuch, die Macht mit Gewalt zu erlangen, muss zum Scheitern führen.« Diese Erkenntnis signalisierte eine strategische Wende hin zur Suche nach Macht durch scheinbar legale Mittel und markierte ein neues Kapitel in seiner politischen Strategie. Das Gefühl des Verrats, das Hitler während des Putsches empfand, insbesondere von K. und anderen Beamten, die den Aufstand zunächst zu unterstützen schienen, nur um sich ihm zu widersetzen, beeinflusste tiefgreifend seinen zukünftigen Führungsstil. Es vermittelte ihm ein tiefes Misstrauen gegenüber anderen, was zu einem Regime führte, das durch Loyalitätstests, Säuberungen und die Eliminierung derer gekennzeichnet war, die als Bedrohungen oder Verräter wahrgenommen wurden. Dämmerung der Titanen, die Nacht der langen Messer. In den schattigen Korridoren der Geschichte sind wenige Ereignisse so emblematisch für den Verrat an der Macht wie die Nacht der langen Messer. Orchestriert von Adolf Hitler vom 30. Juni bis zum 2. Juli 1934 verstummte diese brutale Säuberung nicht nur die Sturmabteilung, sondern löschte auch die letzten Flackern des Widerstands innerhalb der NSDAP aus. Es war eine klare Botschaft. In Hitlers Deutschland war Loyalität vorläufig und Verrat eine berechnete Strategie für Überleben und Dominanz. Die Saat dieser Nacht wurde in den frühen Tagen des Nazi-Regimes gesät. Die Sturmabteilung, eine paramilitärische Organisation unter der Führung von Ernst Röhm, war eine Schlüsselkraft in Hitlers Aufstieg gewesen. Ihre Anzahl und ihr Eifer hatten die Straßenglaubwürdigkeit der Nazis gestärkt und spielten eine entscheidende Rolle, BE der Einschüchterung von Gegnern. Doch als die Nazis ihren Griff um Deutschland festigten, wurden der Radikalismus der SA und die Ambitionen Röhms zu Belastungen. Röhm sah die SA als die neue Armee, eine Aussicht, die das Reichswehr, die deutsche Militär und die konservativen Eliten, die wesentlich für Hitlers Unterstützungsbasis waren, alarmierte. Darüber hinaus stellten Röhms Offenheit bezüglich sozialistischer Umverteilung des Reichtums und seine Aufrufe zu einer zweiten Revolution eine direkte Herausforderung für Hitlers Autorität und den Zusammenhalt der Partei dar. Die Bühne war bereitet für ein dramatisches Aufeinandertreffen. In den Wochen vor der Säuberung entschied Hitler, beeinflusst von Heinrich Himmler, Hermann Göring und anderen Top-Nazis, die Röhm als Bedrohung sahen, zu handeln. Propaganda und strategische Fehlinformationen malten die SA-Führung als Verräter, die gegen Hitler verschworen waren. Der Vorwand für die Säuberung wurde sorgfältig gestaltet. Der potenzielle Staatsstreich der SA war eine Erzählung, die sowohl der Nazi-Führung als auch der deutschen Öffentlichkeit verkauft wurde. In der Nacht des 30. Juni 1934 sprangen Hitler und seine treuen SS-Einheiten zur Aktion. Der Führer flog persönlich nach München und führte einen Überfall auf ein Hotel in Bad Wiessee durch, wo Röhm und seine engsten Helfer festgenommen wurden. Es folgte eine landesweite Razzia, die über die SA-Führung hinausging und Hitlers politische Gegner, konservative Kritiker und jene, die innerhalb der Partei selbst als Bedrohungen wahrgenommen wurden, einschloss. Zu den bemerkenswerten Opfern gehörten Gregor Strasser, ein früherer Nazi-Führer und früher Rivale, Kurt von Schleicher, der letzte Kanzler der Weimarer Republik und viele andere, die in Ungnade mit Hitlers Vision für Deutschland gefallen waren. Die Hinrichtungen wurden mit erschreckender Effizienz durchgeführt. Röhm, einst ein enger Freund und Verbündeter Hitlers, wurde eine Pistole mit einer einzigen Kugel für ein einsames Ende angeboten. Als er ablehnte, wurde er von 2 SS-Offizieren erschossen. Die Säuberung forderte das Leben von mindestens 85 Menschen
obwohl einige Schätzungen vorschlagen, dass die Zahl in die Hunderte gehen könnte. Die Nacht der langen Messer dezimierte nicht nur die SA als politische Kraft, sondern signalisierte auch das Ende jeglicher Oppositionsähnlichkeit innerhalb der Nazireihen. Hitler hatte demonstriert, dass er keinen Widerspruch, keine Herausforderung seiner obersten Autorität dulden würde. Hitlers Rechtfertigung für das Massaker war erschreckend in ihrer Offenheit. Bei einer Ansprache an den Reichstag erklärte er: »In dieser Stunde war ich verantwortlich für das Schicksal des deutschen Volkes und damit wurde ich zum obersten Richter des deutschen Volkes.« Diese Proklamation war eine deutliche Erklärung von Hitlers autokratischer Haltung und positionierte ihn als den alleinigen Schiedsrichter von Gerechtigkeit und des Schicksals der Nation. Die deutsche Öffentlichkeit, größtenteils durch die Regierungserzählung beeinflusst, akzeptierte Hitlers Handlungen. International wurde die Säuberung mit Schock, aber wenig Intervention aufgenommen, da viele Länder noch mit ihren eigenen internen Angelegenheiten beschäftigt waren und die Komplexitäten diplomatischer Beziehungen mit dem zunehmend mächtigen Naziregime bewältigten. Schatten über September. Die Osterverschwörung von 1938. In den tumultartigen Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg braute sich still eine Verschwörung im Herzen Nazi-Deutschlands zusammen, die den Lauf der Geschichte hätte ändern können. Es war keine Geschichte von Spionage und Sabotage durch ausländische Agenten, sondern eine Erzählung des Widerstands aus den Reihen des deutschen Militärs. Im Epizentrum dieses geheimen Aufstands stand Generalmajor Hans Oster, eine Figur, deren Loyalität zu seinem Land seine Treue zu dessen Führer überstieg. Der Plan, der als die Osterverschwörung oder die Septemberverschwörung bekannt wurde, war ein kühnes Wagnis, Adolf Hitler und das Nazi-Regime zu stürzen, um einen Krieg zu verhindern, von dem seine Architekten glaubten, dass Deutschland darauf schlecht vorbereitet sei. Die Samen der Verschwörung wurden in Angst und Desillusionierung gesät. Oster, der stellvertretende Leiter der Abwehr, Deutschlands militärischer Geheimdienst, beobachtete mit wachsender Besorgnis, wie Hitlers aggressive Politik Deutschland näher an einen Konflikt über das Sudetenland brachte, ein Gebiet in der Tschechoslowakei mit einer bedeutenden ethnisch-deutschen Bevölkerung. Oster, zusammen mit einer Gruppe hochrangiger Wehrmachtsoffiziere und Konservativer, sah Hitlers expansionistische Ambitionen als einen Abgrund, von dem es keine Rückkehr geben würde. Zu ihnen gehörten Leuchten wie Generaloberst Ludwig Beck, Admiral Wilhelm Canaris und Generalleutnant Erwin von Witzleben, jeder eine Säule in seinem jeweiligen Zweig des deutschen Militärs, vereint durch eine gemeinsame Sache, Deutschland vor dem Rand der Katastrophe zu retten. Der Entwurf ihres Widerstands war ebenso kühn wie mit Gefahren behaftet. Die Verschwörer planten, das Reichskanzlei zu stürmen, Hitler festzunehmen oder, falls notwendig, zu ermorden. Die durch seine Entfernung entstandene Lücke sollte durch eine wiederhergestellte Monarchie unter Prinz Wilhelm von Preußen gefüllt werden, als Bollwerk gegen das Chaos der Nazi-Herrschaft vorgesehen. Die Ausführung des Plans hing von einer heiklen Balance militärischer Präzision und politischen Manövrierens ab, wobei Graf Hans-Jürgen von Blumenthal mit der Führung des Angriffs auf das Kanzlei beauftragt wurde. Doch bei all seiner sorgfältigen Planung war die Verschwörung durch die Winde der Diplomatie zum Scheitern verurteilt. Der britische Premierminister Neville Chamberlain verfolgte eine Beschwichtigungspolitik mit Hitler, die im Münchner Abkommen gipfelte, welches Deutschland die Annexion des Sudetenlandes ohne einen Schuss erlaubte. Das Abkommen, in Deutschland als diplomatischer Sieg gefeiert, stärkte Hitlers Stellung und zerlegte effektiv das Fundament, auf dem die Osterverschwörung ruhte. Hitler wurde als Staatsmann gefeiert, der das Reich ohne Blutvergießen erweitert hatte, und der Schatten des Krieges wich vorerst. Die Folgen der gescheiterten Verschwörung sahen ihre Architekten entmutigt, aber nicht besiegt. Sie dienten weiterhin in ihren offiziellen Kapazitäten, ihr Widerspruch ungemindert durch den Rückschlag. Oster blieb insbesondere ein Dorn im Auge des Nazi-Regimes und nutzte seine Position innerhalb der Abwehr, um Juden-BE der Flucht aus Deutschland zu helfen. Diese Handlung des Widerstands würde jedoch nicht ungestraft bleiben. Im Jahr 1943 begann das Netz der Gestapo, sich um die Verschwörer zu schließen, was zu Osters Verhaftung und letztendlicher Hinrichtung in den letzten Tagen des Krieges führte, zusammen mit Canaris und anderen im Konzentrationslager Flossenbürg. Widerhall des Widerstands, Georg Elser
und das Bombenattentat im Münchener Bürgerbräukeller. Inmitten der sich verdunkelnden Schatten eines bevorstehenden globalen Konflikts und des sich verstärkenden Griffs der Tyrannei unter dem Regime Adolf Hitlers trat eine einzelne Figur des Widerstands hervor, die den unbeugsamen Geist des Widerstandes verkörperte. Dies ist die Geschichte von Johann Georg Elser, einem Schreiner aus Königsbronn, dessen kühner Plan, Hitler im November 1939 in einem Münchner Bierkeller zu ermorden, einen der frühesten Attentatsversuche auf das Leben des Führers markierte. Es war eine Tat, angetrieben von moralischer Überzeugung, ein einsamer Feldzug gegen die Maschinerie der Unterdrückung, der den Rahmen für eine dramatische Konfrontation im Herzen Nazi-Deutschlands schuf. Georg Elser, ein unpolitischer Handwerker mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, beobachtete mit wachsender Besorgnis, wie Hitlers Politik Deutschland und Europa in Aufruhr stürzte. Beunruhigt durch die brutale Unterdrückung von Dissens und den aggressiven Expansionismus, der den Kontinent in Krieg zu ziehen drohte, entschloss sich Elser zu einer drastischen Aktion. Sein Ziel war das jährliche Treffen im Bürgerbräukeller in München am 8. November, das den Bierhallenputsch von 1923 gedachte, eine Veranstaltung, die Hitler nie versäumte zu besuchen. Er erklärte berühmt: "Ich hielt es für meine Pflicht, wenn möglich, den Ausbruch des Zweiten Krieges zu verhindern, indem ich die beiden Diktatoren ausschaltete." Die sorgfältige Planung von Elsers Vorhaben spiegelte sowohl sein technisches Können als auch seine tiefe Entschlossenheit wider. Über die Monate hinweg, die dem November 1939 vorausgingen, bereitete Elser sich akribisch auf den Attentatsversuch vor. Nachts besuchte er den Bierkeller und höhlte mühsam eine Vertiefung in einem Pfeiler hinter dem Rednerpult aus, an dem Hitler seine Ansprache halten würde. In diese verborgene Kammer platzierte Elser eine Bombe, ausgerüstet mit einem Zeitzünder, der auf 19.20 Uhr am 8. November 1939 eingestellt war. Ein Moment, der mit Präzision auf Hitlers Redezeit abgestimmt war. Elsers Plan wurde jedoch durch eine Schicksalswendung vereitelt, die Hitlers Leben verschonte und den Lauf der Geschichte veränderte. Am Tag des geplanten Attentats entschied sich Hitler unerwartet, den Bierkeller früher als geplant zu verlassen, angetrieben von Sorgen über Wetterbedingungen, die seine Reisepläne bedrohten. Die Bombe explodierte wie vorgesehen um 19.20 Uhr, doch Hitler war 13 Minuten zuvor abgereist und entkam unversehrt. Die Explosion forderte 8 Leben und verletzte über 60 Personen, aber ihr beabsichtigtes Ziel blieb unerreicht. Die Folgen der Explosion lösten eine hektische Fahndung aus, die zur Verhaftung Elsers an der Schweizer Grenze führte, mit Beweisen für seine Beteiligung. Unter Verhör durch die Gestapo gestand Elser, allein gehandelt zu haben, motiviert von dem Wunsch, Hitlers zerstörerische Politik zu stoppen. Seine stoische Tapferkeit angesichts des sicheren Todes hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck bei denen, die ihm begegneten. Heinrich Himmler, der Elser traf, äußerte angeblich Erstaunen über den Alleingang des Schreiners und bemerkte die tiefe Wirkung eines so entschlossenen Einzelnen. Himmler soll ungläubig gesagt haben: "Hätte ich einen Mann wie Elser, könnte ich die Welt erobern." Elsers letzte Jahre waren geprägt von Gefangenschaft und Leid. Er wurde in den berüchtigten Konzentrationslagern Sachsenhausen und später Dachau festgehalten. Er trug die härtesten Bedingungen bis zu seiner Hinrichtung im April 1945, nur Tage vor dem Zusammenbruch des Dritten Reichs und der Befreiung der Lager. Seine letzten Momente waren ein scharfer Spiegel des Preises seiner Kühnheit. Eine einsame Figur, die dem Hinrichtungskommando mit derselben Entschlossenheit gegenüberstand, die ihn dazu getrieben hatte, gegen Hitler zu handeln. Das Titanengambit, Entwirrung der Operation Barbarossa. Auf dem großen Schachbrett des Zweiten Weltkrieges sticht ein Zug heraus wegen seiner Kühnheit und seines tiefgreifenden Verrats. Operation Barbarossa, der Deckname für den Einmarsch Nazi-Deutschlands in die Sowjetunion. Diese monumentale militärische Kampagne, die am 22. Juni 1941 gestartet wurde, markierte nicht nur die größte Invasionsstreitmacht in den Annalen der Kriegsführung, sondern auch das Zerschlagen des Molotow-Ribbentrop-Pakts, eines Nichtangriffspakts, der 1939 zwischen Deutschland und der Sowjetunion unterzeichnet wurde. Die Operation war ein Zeugnis von Adolf Hitlers strategischem Ehrgeiz und ideologischem Eifer, ein Gambit, das letztendlich zum Kataklysmus der Ostfront führen würde.
Die Wurzeln der Operation Barbarossa liegen tief in Hitlers Weltanschauung, einer giftigen Mischung aus expansionistischem Ehrgeiz und antibolschewistischer Ideologie, verkapselt in seinem Manifest »Mein Kampf«. Hitler hatte sich lange die Eroberung der Sowjetunion als Eckpfeiler seines Plans für Lebensraum oder Lebensraum für die arische Rasse vorgestellt. Die weiten Gebiete der Sowjetunion sollten den Boden bieten, auf dem das deutsche Volk gedeihen würde, frei von den Zwängen eines überfüllten Europas. Diese ideologische Überzeugung, gepaart mit einem tief verwurzelten Hass auf den Kommunismus, den er als jüdische Verschwörung gegen das germanische Volk betrachtete, befeuerte Hitlers Entschlossenheit, nach Osten zu wenden. Er erklärte berühmt: »Wir haben nur gegen die Tür zu treten und die ganze morsche Struktur wird zusammenbrechen.« Der Molotow-Ribbentrop-Pakt, am 23. August 1939 von den Außenministern Deutschlands und der Sowjetunion Joachim von Ribbentrop und Wjatscheslaw Molotow unterzeichnet, war eine pragmatische Vereinbarung für Hitler. Sie sicherte die Neutralität der Ostfront, sodass er seine militärische Macht auf die Eroberung Westeuropas konzentrieren konnte, ohne Angst vor einem Zweifrontenkrieg haben zu müssen. Jedoch wurde dieser Vertrag von Hitler immer als vorübergehende Maßnahme angesehen, eine strategische Verzögerung auf dem Weg zu seinem wahren Ziel, der Niederlage der Sowjetunion. Die Planung für die Operation Barbarossa war so akribisch wie ambitioniert. Hitler mobilisierte über 3 Millionen deutsche Soldaten zusammen mit bedeutenden Kontingenten verbündeter Achsenmächte in 3 Hauptarmeegruppen, die auf Leningrad im Norden, Moskau im Zentrum und das ölreiche Kaukasus im Süden zielten. Die schiere Größenordnung der Invasion, gepaart mit dem anfänglichen Erfolg der deutschen Blitzkriegtaktiken, überraschte die Sowjetunion, was zu erschütternden Verlusten und dem schnellen Vorstoß deutscher Streitkräfte führte. Jedoch diktierten auch die ideologischen Grundlagen der Kampagne ihre Durchführung. Die Invasion war nicht nur eine militärische Operation, sondern ein ideologischer Kreuzzug gegen den Bolschewismus. Der berüchtigte Kommissarbefehl, der die sofortige Exekution sowjetischer politischer Kommissare forderte, und der Generalplan Ost, der die systematische Entvölkerung und Kolonisierung Osteuropas vorsah, waren deutliche Indikatoren für die genozidale Absicht hinter der Kampagne. Hitlers Erklärung an seine Generäle, dass der Krieg gegen die Sowjetunion ein Vernichtungskrieg sein würde, unterstrich die gnadenlose Natur der Ostfront. Dies ist ein Krieg der Ideologien und Rassenunterschiede und wird mit bisher unerkannter, unerbittlicher und unerbarmlicher Härte geführt werden. Der Verrat des Molotow-Ribbentrop-Pakts leitete einen Konflikt von unvorstellbarem Ausmaß und Grausamkeit ein, der die Konturen des Zweiten Weltkriegs neu formte. Die anfänglichen Triumphe der Wehrmacht wichen der Weite des russischen Winters und dem unbesiegbaren Geist des sowjetischen Volkes. Die Belagerung von Stalingrad vom 23. August 1942 bis zum 2. Februar 1943 wurde zum Wendepunkt, ein zermürbendes Aufeinandertreffen, das in einer katastrophalen Niederlage für die 6. Armee endete und die Torheit von Hitlers Ambitionen verkörperte. Operation Barbarossa war mehr als ein militärisches Missgeschick, es war eine tiefgreifende Fehlkalkulation, die aus Hitlers ideologischen Obsessionen und Selbstüberschätzung stammte. Die Invasion brach die fragile Entente zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion und verwandelte Stalins Regime von einem vorsichtigen Verbündeten in einen entschlossenen Feind. Es war eine Kampagne, die darauf abzielte, die europäische Ordnung neu zu gestalten, aber stattdessen zur Erosion der militärischen Macht des Dritten Reichs führte und seinen Untergang beschleunigte. Schatten der Walküre, die Verschwörung, einen Tyrannen zu stürzen. In den Annalen des Widerstands gegen die Tyrannei sind wenige Geschichten so fesselnd und tragisch wie die Operation Walküre, der kühne Plan, Adolf Hitler zu ermorden und das Naziregime von innen zu stürzen. Orchestriert von einer Gruppe hochrangiger deutscher Offiziere, die von Hitlers katastrophaler Führung desillusioniert waren, erreichte die Verschwörung am 20. Juli 1944 mit Oberst Klaus von Stauffenberg im Zentrum ihren Höhepunkt. Die Operation Walküre war mehr als ein Attentatsversuch. Es war ein komplexer Plan, den bestehenden Notstandsoperationsplan der deutschen Ersatzarmee zu nutzen, um die Kontrolle über das Land nach Hitlers Tod zu übernehmen. Der ursprüngliche Walküre-Plan war entworfen worden, um innere Aufstände zu unterdrücken
aber die Verschwörer, angeführt von Stauffenberg, General Friedrich Olbricht und anderen, modifizierten IN, um einen Staatsstreich zu erleichtern, sobald Hitler ausgeschaltet war. Stauffenberg, ein charismatischer und entschlossener Offizier, der zunehmend entsetzt über die Gräueltaten des Krieges und des Holocausts war, wurde zur treibenden Kraft hinter dem Attentatsversuch. Nachdem er schwer verwundet an der Ostfront war, verhärtete sich Stauffenbergs Entschluss nur noch und bis 1944 war er als Stabschef von General Fromm, dem Kommandeur der Ersatzarmee, positioniert, was ihn in eine einzigartige Position brachte, um den Angriff durchzuführen. Der schicksalhafte Tag für den Versuch war der 20. Juli 1944, während einer Konferenz in Hitlers Führerhauptquartier Wolfschanze in Ostpreußen. Stauffenberg nahm an dem Treffen teil und trug eine Aktentasche mit einer Bombe B sich, die er unter dem Konferenztisch nahe Hitler platzierte. Stauffenbergs anschließende Abreise, unter dem Vorwand, einen Telefonanruf zu tätigen, markierte den Countdown zu dem, was das Ende von Hitlers Herrschaft sein sollte. Die Bombe detonierte, tötete und verletzte mehrere Offiziere, aber Hitler überlebte wie durch ein Wunder, geschützt durch den schweren Eichentisch der Konferenz vor der vollen Wucht der Explosion. Die Nachricht von Hitlers Überleben entwirrte schnell die Pläne der Verschwörer. In Berlin, wo Teile des Walküre-Plans eingeleitet wurden, plagten Verwirrung und Unentschlossenheit die Führer des Staatsstreichs. Die Ersatzarmee wurde unter dem Vorwand mobilisiert, einen fiktiven SS-Putsch niederzuschlagen. Aber als sich die Berichte über Hitlers Überleben verbreiteten, verpuffte der Schwung für die Übernahme. Schlüsselfiguren zögerten, Befehle wurden zurückgenommen und das Fenster der Gelegenheit schloss sich rasch. Im unmittelbaren Nachgang des gescheiterten Attentats folgte eine schnelle und brutale Niederschlagung. Hitler, wütend und auf Rache aus, entfesselte die Gestapo und die SS, um die Beteiligten an der Verschwörung zu jagen. Das Scheitern, entscheidende Unterstützung von Schlüsselfiguren des Militärs zu sichern, gekoppelt mit dem Verrat von General Fromm, besiegelte ihr Schicksal. Stauffenberg, Olbricht und andere wurden im Hof des Bendlerblocks, dem Hauptquartier der Ersatzarmee, in den frühen Stunden des 21. Juli summarisch hingerichtet. Die Säuberung erstreckte sich weit über die Verschwörer hinaus und zog Hunderte in ein Netz aus Verhaftungen, Prozessen und Hinrichtungen. Familien wurden auseinandergerissen, viele Angehörige der Verschwörer wurden festgenommen und verfolgt. Herausragende Persönlichkeiten wie Feldmarschall Erwin Rommel wurden in der Folge impliziert, gezwungen, einem tragischen Ende zu begegnen oder sich einem öffentlichen Prozess und der Hinrichtung zu stellen. Die Auswirkungen des gescheiterten Putsches hallten durch die verbleibenden Monate des Krieges wider, als Hitlers Machtgriff sich verstärkte und das Naziregime seinen Weg der Zerstörung verdoppelte. Schatten des Mutes, Treskows Kreuzzug gegen den Tyrannen. Im Herzen eines kriegszerrissenen Europas, unter dem Schein der militärischen Macht Nazi-Deutschlands, entfaltete sich eine Verschwörung der Schatten, angetrieben von Mut und einem tiefen Pflichtgefühl. Generalmajor Henning von Treskow, eine Schlüsselfigur des deutschen Widerstands, orchestrierte einen der kühnsten Versuche, Adolf Hitler zu ermorden. Diese Erzählung taucht ein in Treskows wagemutige Unternehmungen und hebt das Schmuggeln einer Bombe an Bord von Hitlers Flugzeug hervor. Eine Tat, die die Einfallsreichtum und den Mut des Widerstands verkörperte. Treskow, geboren in eine preußische Adelsfamilie mit langer militärischer Tradition, war tief in den oberen Ebenen der deutschen Armee verwurzelt. Doch mit dem Fortschreiten des Zweiten Weltkriegs wurde er zunehmend desillusioniert von den Gräueltaten des Nazi-Regimes und der katastrophalen Richtung, in die Hitler Deutschland steuerte. Treskows moralische Überzeugung und strategisches Geschick positionierten ihn als Dreh- und Angelpunkt in den geheimen Bemühungen, Hitler zu stürzen, gipfelnd in einer Reihe von Attentatsversuchen, die den Entschluss des Widerstands unterstrichen. Der bekannteste von Treskows Plänen entfaltete sich im März 1943 inmitten der weiten Ausdehnung der Ostfront, wo die Kriegsströme mit brutaler Ungewissheit flossen und ebbten. Der Plan war trügerisch einfach und doch voller Gefahren, eine Bombe an Bord von Hitlers Flugzeug zu schmuggeln. Treskow und sein Mitverschwörer, Leutnant Fabian von Schlabrendorf, tarnten eine Bombe geschickt als zwei Flaschen Cointreau. Ein Geschenk, das scheinbar für General Helmut Stief in Hitlers Hauptquartier in Rastenburg, Ostpreußen, bestimmt war. Das Gerät, eine Zeitbombe,
raffiniert konstruiert, deren Mechanismus darauf ausgelegt war, in der Luft zu detonieren, ausgenutzt den Druckabfall in größerer Höhe, war ein Zeugnis der Verzweiflung der Verschwörer und ihrer Bereitschaft, alles auf die geringe Chance des Erfolgs zu setzen. Treskow selbst übergab das Paket an Oberst Heinz Brandt, der unwissentlich damit beauftragt wurde, den Sprengstoff direkt zu Hitler zu tragen. Die Bombe war so eingestellt, dass sie über den dichten Wäldern von Belarus detonieren sollte und ließ so dem Führer keinen Ausweg aus seinem feurigen Schicksal. Mit angehaltenem Atem beobachteten Treskow und seine Mitverschwörer den Start des Flugzeugs vom Flugfeld Smolensk am 13. März 1943. Das Gewicht ihres kühnen Unterfangens lastete schwer auf ihren Schultern. Das Schicksal jedoch hatte ein anderes Ergebnis geschrieben. Aufgrund einer Fehlfunktion, möglicherweise verursacht durch die kalten Temperaturen in großer Höhe, explodierte die Bombe nicht. Das Flugzeug landete sicher an seinem Zielort und mit ihm stürzten die Hoffnungen von Treskow und seinen Kameraden ab. Treskow bemerkte berühmt: „Das Attentat muss versucht werden, koste es, was es wolle. Selbst wenn es scheitert, müssen wir in Berlin handeln, denn die praktischen Konsequenzen sind dieselben, ob wir umkommen oder nicht." Dieser fehlgeschlagene Versuch entmutigte Treskow nicht. Vielmehr wurde er zum Auftakt weiterer Komplotte, jeder verzweifelter als der letzte. Treskows Beteiligung am Widerstand vertiefte sich, gipfelnd in seiner Verbindung zur Operation Walküre und dem Attentat vom 20. Juli 1944. Obwohl er nicht direkt an der Planung von Stauffenbergs Versuch auf Hitlers Leben beteiligt war, hatten Treskows frühere Bemühungen den Grundstein für diesen ultimativen Akt des Trotzes gelegt. Wie er einmal ergreifend feststellte: „Wichtig ist jetzt nicht, dass wir leben, sondern dass das deutsche Volk von dem Fluch dieses Wahnsinnigen befreit werden kann." Schatten über dem Reich. Der verdeckte Krieg gegen Hitler. Im Herzen des Zweiten Weltkriegs, unter der scheinbaren Einheit Nazi-Deutschlands, tobte ein geheimer Kampf. Die Operation Funke, eine kühne Initiative der Schwarzen Kapelle, suchte die Flamme der Tyrannei, entzündet von Adolf Hitler, zu löschen. Diese Gruppe deutscher Armeeoffiziere und politischer Konservativer, desillusioniert von dem verhängnisvollen Weg des Führers, verschwor sich, von innen heraus Veränderung zu bewirken. An der Spitze dieses gewagten Komplotts stand Generalmajor Henning von Treskow, ein Mann, dessen Überzeugung in der Sache der Freiheit ebenso unerschütterlich war wie seine Loyalität zu Deutschland. Die Saat der Unzufriedenheit wurde tief in den Herzen dieser Männer bereits im Jahr 1941 gesät. Die katastrophale Niederlage bei Stalingrad, Rückschläge in Nordafrika und die unerbittliche alliierte Bombenkampagne begannen, den Glauben vieler Deutscher an das Nazi-Regime zu erodieren. Die Verschwörer, die die sich wendende Tide erkannten, hielten es für an der Zeit, dass der Funke einen Staatsstreich entfachen sollte. Unter ihnen waren Schlüsselfiguren wie General Friedrich Olbricht, der das Ersatzheer befehligte, und Leutnant Fabian von Schlabrendorf, ein zentraler Operationsoffizier neben einem Kader entschlossener Offiziere wie Oberst Rudolf Christoph von Gersdorf und Major Georg von Böselager. Die Komplexität des Komplotts wurde nur von seiner Kühnheit übertroffen. Verschiedene Schemen wurden ersonnen, jedes kühner als das letzte, und webten ein Netz des Widerstands, das sich von der Ostfront bis ins Herz von Berlin erstreckte. Ein solcher Plan entfaltete sich im Winter 1943 bei Hitlers Feldhauptquartier in der Nähe von Winnica, Ukraine. Die Verschwörer hatten mehrere Optionen vorbereitet, um Hitler während eines Besuchs beim Hauptquartier der Heeresgruppe Mitte in der Nähe von Smolensk ins Visier zu nehmen. Jedoch führte die direkte Konfrontation und die moralischen Bedenken, einen unbewaffneten Mann zu erschießen. Dazu, dass diese Optionen zugunsten eines komplexen Plans mit einer Zeitbombe verworfen wurden. Als der Krieg sich hinzog, wurden die Bemühungen der Verschwörer zunehmend verzweifelter. Im März 1943 bot eine Ausstellung erbeuteter sowjetischer Waffen in Berlin eine neue Gelegenheit. Oberst Gersdorf meldete sich für ein wagemutiges Unterfangen, beabsichtigte, während Hitlers Besuch der Ausstellung nahezustehen und Sprengstoff, der in seiner Kleidung versteckt war, zu zünden. Der Plan löste sich jedoch auf, als Hitler immer unberechenbar seinen Besuch verkürzte und bevor die zeitgesteuerte Detonation erfolgen konnte, abreiste. Gersdorfs schnelles Handeln verhinderte eine Katastrophe
Aber das Scheitern unterstrich die immensen Herausforderungen, mit denen die Verschwörer konfrontiert waren. Ein weiterer Plan entfaltete sich mit der Einführung einer neuen Winteruniform für die deutsche Armee, ein Ereignis, das mit großem Interesse von der Nazi-Führung erwartet wurde. Hauptmann Axel Freiherr von dem Busche, der vorbereitet war, die Uniform vorzuführen, beabsichtigte, Sprengstoff zu tragen, um die Nazi-Spitze zu eliminieren. Das Schicksal griff jedoch erneut ein, als ein alliierter Luftangriff die Uniformen zerstörte und nachfolgende Terminprobleme den Plan weiter vereitelten. Die Aufgabe wurde an Hauptmann Ewald von Kleist weitergegeben, doch auch dieser Versuch wurde durch unvorhergesehene Verzögerungen behindert. Die Saga der Operation Funke erreichte Anfang 1944 mit dem Plan von Hauptmann Eberhard von Breitenbuch, Hitler direkt während eines Briefings zu konfrontieren, ihren Höhepunkt. Mit einer versteckten Pistole bewaffnet, war Breitenbuch entschlossen zu handeln. Aber eine letzte Anweisung Hitlers, die jüngere Offiziere von den Briefings ausschloss, machte den Versuch zunichte. Im Schatten der Wolfsschanze führte die Entschlossenheit der Verschwörer zu einem letzten Akt des Trotzes. Eine Bombe wurde in die Festung geschmuggelt, versteckt in einem Wasserturm. Die vorzeitige Detonation der Bombe. Wochen später sandte Schockwellen durch das Nazi-Oberkommando und löste eine Untersuchung aus, die knapp die Enthüllung der breiteren Verschwörung umging. Schatten über dem Dritten Reich. Die unerzählte Geschichte der Operation Foxley. Im Würgegriff des Zweiten Weltkriegs, inmitten der Strategieräume und geheimen Operationen, die den Globus umspannten, gab es einen Plan, der sich durch seine Kühnheit und sein Potenzial, den Lauf der Geschichte zu ändern, auszeichnete: Operation Foxley. Konzipiert im Jahr 1944 vom britischen Special Operations Executive, SOE, zielte diese kühne Strategie darauf ab, zu tun, was viele für unmöglich gehalten hatten: Adolf Hitler zu ermorden. Die Ursprünge der Operation Foxley lassen sich auf frühere, weniger machbare Versuche der Briten zurückführen, den Führer zu eliminieren. Zu den anfänglichen Plänen gehörte ein kühner Plan, den Sonderzug, der ursprünglich Amerika genannt und später in Brandenburg umbenannt wurde, auf dem Hitler häufig reiste, zu bombardieren. Das SOE, das seine Expertise im Entgleisen von Zügen mit Sprengstoffen nutzte, erwog diesen Ansatz, verwarf ihn aber bald wegen der Unvorhersehbarkeit von Hitlers Bewegungen. Die Bahnhöfe wurden erst wenige Minuten im Voraus über seine Ankunft informiert, was den Plan unpraktisch machte. Eine weitere ehrgeizige Idee beinhaltete die Einführung eines geschmacklosen, aber tödlichen Giftes in die Wasserversorgung an Bord von Hitlers Zug. Auch dies wurde jedoch als zu kompliziert erachtet, da es die Hilfe eines Insiders erforderte, eine Ware, die BEE solch hochriskanten Unternehmungen zu selten und riskant war, um sich darauf zu verlassen. Als diese früheren Pläne auf der Strecke blieben, verlagerte das SOE seinen Fokus auf eine Methode, die vielversprechender erschien: ein Scharfschützenangriff. Der Sommer 1944 brachte eine unerwartete Wende, als ein Deutscher, der einst Teil von Hitlers persönlicher Garde am Berghof, seinem Alpenrefugium, war, in der Normandie gefangen genommen wurde. Dieser Gefangene offenbarte, dass Hitler sich morgens auf einsamen Spaziergängen rund um das Berghofgelände vergnügte, was eine potenzielle Verwundbarkeit darstellte. Während dieser Spaziergänge bevorzugte Hitler die Einsamkeit, wanderte nahe am Wald und fern der wachsamen Augen der Wachposten, eine Gewohnheit, die eine einzigartige Gelegenheit für ein Attentat bot. Die Feinheiten der Operation Foxley waren so kühn wie ihr Ziel. Der Plan war, einen deutschsprachigen Polen zusammen mit einem britischen Scharfschützen nach Österreich zu entsenden, sie mit dem Fallschirm in feindliches Gebiet abzuwerfen und ihnen die Mission zu übertragen, sich ihren Weg zu Hitlers abgelegenem Spazierweg zu bahnen. Ein Insider, identifiziert nur als Heidenthaler, ein Salzburger Ladenbesitzer mit starker Abneigung gegen das Nazi-Regime, wurde rekrutiert, um zu helfen. Heidenthalers Aufgabe war es, den Agenten Unterschlupf zu gewähren und ihre Tarnung als deutsche Gebirgstruppen zu erleichtern, um ihre nahtlose Infiltration nach Berchtesgaden und letztlich zu ihrem Aussichtspunkt für das Attentat zu gewährleisten. Die Vorbereitungen für die Operation waren akribisch. Der ausgewählte Scharfschütze absolvierte ein umfangreiches Training, bei dem er seine Fähigkeiten durch Schießen auf bewegliche Ziele schärfte, die Hitlers erwarteten Bewegungen nachahmten. Bewaffnet mit einem präzisierten K-89K-Gewehr,
Ausgestattet mit einem Mauser-Zielfernrohr und einer schallgedämpften Luger-Pistole war der Scharfschütze für die Aufgabe gerüstet. Die Luger, ein stummes Zeugnis für die Tiefe der Planung der Operation, wird jetzt im Combined Military Services Museum in Malden, Essex, ausgestellt. Trotz der sorgfältigen Planung und der Unterstützung auf hoher Ebene, die sie von Persönlichkeiten wie Sir Gerald Templer und Premierminister Winston Churchill erhielt, wurde die Operation Foxley nie durchgeführt. Hitlers letzte Abreise vom Berghof am 14. Juli 1944, dicht gefolgt vom 20. Juli-Attentat, einem internen Versuch auf sein Leben durch antinazistische Wehrmachtoffiziere, machte die Operation überflüssig. Schatten der Untreue, die Dämmerungsakte von Himmler und Göring. Als die Festung der Tyrannei des Dritten Reichs unter dem unaufhaltsamen Vormarsch der alliierten Kräfte zu bröckeln begann, wurde die Loyalität von Adolf Hitlers innerem Kreis auf die ultimative Probe gestellt. Zu den schockierendsten Verratshandlungen gehörten die Aktionen von Heinrich Himmler und Hermann Göring, zwei von Hitlers mächtigsten Leutnants, deren geheime Annäherungsversuche an die Alliierten einen tiefen Riss in der Nazi-Hierarchie markierten. Diese Akte des Verrats, ausgeführt in den sterbenden Tagen des Krieges, offenbaren die Verzweiflung und den Zerfall innerhalb der obersten Ränge der Nazimacht. Heinrich Himmler, der Architekt des Holocausts und Leiter der SS, begab sich auf eine geheime Mission, um sich selbst einen Platz in einem nachkriegszeitlichen Europa zu sichern. Anfang 1945, als sowjetische Kräfte auf Berlin vorrückten, erkannte Himmler die Unvermeidlichkeit der Niederlage Deutschlands. In einer Reihe von geheimen Verhandlungen, insbesondere mit dem schwedischen Grafen Volke Bernadotte im April 1945, suchte Himmler Frieden mit den westlichen Alliierten zu schließen, wobei die Sowjetunion von jeglicher Vereinbarung ausgeschlossen werden sollte. Sein Vorschlag sah einen Waffenstillstand an der Westfront vor, der es den Alliierten und Deutschland ermöglichen sollte, sich gemeinsam gegen die als größer wahrgenommene Bedrohung des Bolschewismus zu wenden. Himmlers Annäherungsversuche an die Alliierten basierten auf seinem wahnhaften Glauben, dass er als ein glaubwürdiger Verhandlungspartner angesehen werden könnte, ein Mann, der trotz seiner zentralen Rolle in den Gräueltaten des Naziregimes von Vergeltung verschont werden könnte. Am 21. April 1945 traf Himmler Bernadotte im Sanatorium Hohenlüchen und äußerte die berüchtigten Worte: »Ich bin kein Wilder, ich bin der Chef der deutschen Polizei«, in einem vergeblichen Versuch, sich von den Brutalitäten des Regimes zu distanzieren. Doch seine Versuche, sich von den Verbrechen des Regimes zu distanzieren und sich als Friedensstifter zu positionieren, wurden von den Alliierten mit Verachtung und Ablehnung begegnet, die auf bedingungsloser Kapitulation bestanden. Parallel zu Himmlers Machenschaften unternahm Hermann Göring, Kommandeur der Luftwaffe und einst als Hitlers Nachfolger bestimmt, seinen eigenen Machtanspruch, als das Reich am Rande stand. Am 23. April 1945, mit Hitler verschanzt in seinem Führerbunker und Berlin von sowjetischen Kräften umzingelt, sandte Göring ein Telegramm aus Berchtesgaden, in dem er sein Recht beanspruchte, die Führung Deutschlands zu übernehmen. Unter Berufung auf ein Dekret von 1941, das ihn zum Stellvertreter Hitlers im Falle der Handlungsunfähigkeit des Führers ernannte, schlug Göring vor, dass die prekäre Situation es rechtfertige, das Kommando zu übernehmen, um Frieden mit den Alliierten zu verhandeln. Görings Telegramm wurde jedoch von Hitler als eindeutiger Akt des Verrats wahrgenommen. In der von Paranoia erfüllten Atmosphäre des Bunkers wurde Görings Zug als Putschversuch angesehen. Hitler, in einer seiner letzten Vergeltungsakte, befahl Görings Verhaftung und entzog ihm alle Titel und Positionen. Der Mann, der einst auf dem Gipfel der Nazimacht stand, wurde zu einem Gefangenen in seinem eigenen zerfallenden Reich, seine Träume von Führung und Verhandlungen mit den Alliierten zerschlagen. Der letzte Widerstand. Berlin unter Belagerung. Im schattenhaften letzten Kapitel des Zweiten Weltkriegs, als der April 1945 anbrach, startete die Rote Armee der Sowjetunion ihre gewaltige Offensive gegen Berlin, was den Beginn des Endes für Adolf Hitlers Drittes Reich markierte. Mit über 2,5 Millionen Soldaten konvergierten die Streitkräfte unter den Marschällen Georgi Schukow und Iwan Konew auf die Stadt und entfesselten einen Artilleriehagel, der das Verhängnis für das Naziregime ankündigte. Die einst stolze Hauptstadt sollte zu einem Schlachtfeld werden,
ihr Schicksal besiegelt durch die umschließende sowjetische Phalanx, die das letzte Flackern des Nazi-Widerstands auslöschen wollte. Berlin, verwandelt in eine Festung der Verzweiflung, trug die Narben des unerbittlichen Kampfes. Zivilisten, neben hastig zusammengestellten Einheiten des Volkssturms und Resten der Wehrmacht, wurden in das Chaos der Stadtkriegsführung gestoßen, kämpfend von Straße zu Straße gegen die sowjetische Flut. Die Stadtlandschaft selbst, einst ein Symbol der Nazimacht, lag in Trümmern, ein greifbares Zeugnis für die Torheit von Hitlers Ambitionen. Inmitten dieser Verwüstung erduldeten die deutschen Menschen eine höllische Existenz, gefangen im Kreuzfeuer eines zunehmend aussichtslosen Überlebenskampfes. Unter den trümmerübersäten Straßen, in den klaustrophobischen Räumen des Führerbunkers, schwankte Hitler zwischen Wut und Verzweiflung. Umgeben von seinen loyalsten Anhängern war er ein Führer, der zunehmend von der Realität des Kriegsausgangs entfremdet war. In diesen letzten Tagen war der Bunker Schauplatz bizarrer Kontraste, Strategie-Meetings, die nicht existierende Divisionen diskutierten, und Geburtstagsfeiern inmitten des Bombardierungslärms. Hitlers Proklamation »Ich bleibe in Berlin«, um auch die geringste Möglichkeit einer günstigen Wendung der Ereignisse zu nutzen, verkörperte seinen wahnhaften Zustand, selbst als sein Reich über ihm zusammenbrach. Die Verteidigung Berlins war geprägt von einer tragischen Mischung aus Tapferkeit und Sinnlosigkeit. Junge Jungen der Hitlerjugend und alte Männer, bewaffnet mit kaum mehr als Panzerfäusten, stellten sich gegen die sowjetischen Panzer, ihr Opfer ein ergreifendes Zeugnis für die Manipulation und Ausbeutung des deutschen Volkes durch das Nazi-Regime. Geschichten von improvisierten Barrikaden und erbitterten Häuserkämpfen zeugen von der Verzweiflung und Entschlossenheit derer, die aufgerufen wurden, die Stadt zu verteidigen. Doch für viele war der Kampf nicht für den Führer oder das Reich, sondern ums Überleben, inmitten der Ruinen ihrer Heimat. Das Hissen der sowjetischen Flagge über dem Reichstag am 2. Mai 1945 war ein symbolischer Akt des Sieges, ein Signal, dass die Schlacht um Berlin und damit der Krieg in Europa sich dem Ende näherte. Die Kapitulation der Stadt war chaotisch, eine stückweise Kapitulation, die allmählich in die bedingungslose Kapitulation aller deutschen Streitkräfte am 8. Mai 1945 mündete. Dieser Moment, der das uneingeschränkte Ende des Dritten Reichs signalisierte, wurde durch Schukows Erklärung verkörpert: Die Geschichte des Krieges kennt keine vernichtendere Niederlage für Deutschland. Das letzte Kapitel, das Geheimnis um Hitlers Untergang enthüllen. In der Dämmerung des Zweiten Weltkriegs, als die Alliierten in das Herz Berlins vordrangen, sah sich eine der berüchtigtsten Figuren der Geschichte, Adolf Hitler, seinem unvermeidlichen Untergang innerhalb der klaustrophobischen Enge seines Führerbunkers gegenüber. Dieses unterirdische Refugium, ein düsterer Schauplatz für den letzten Akt des Architekten des Dritten Reichs, wurde Zeuge des Höhepunkts von Hitlers Schreckensherrschaft. Die Tage, die zu seinen letzten Momenten führten, waren eine makabre Mischung aus Verzweiflung, Wahnvorstellungen und der düsteren Erkenntnis, dass der Krieg verloren war. April 1945, Berlin war eine belagerte Stadt. Die Rote Armee rückte näher und die Luft war dick von der Erwartung der Niederlage. Im Bunker lebte Hitler, zusammen mit einem treuen Gefolge, einschließlich Eva Braun, Josef Goebbels, Martin Bormann und anderen, in einem Zustand erhöhter Paranoia und schwindender Hoffnung. Diese letzten Bewohner von Hitlers unterirdischem Zufluchtsort waren die letzten Zeugen der Todeskämpfe des Regimes. Als die Alliierten Berlin einkreisten, verschlechterte sich Hitlers psychischer Zustand. Berichte aus dem Bunker schilderten einen Mann, der zwischen Wutanfällen und düsterer Resignation schwankte. Er heiratete Eva Braun in einer kurzen Zeremonie, ein vergeblicher Versuch der Normalität im Chaos. Die Union war jedoch von kurzer Dauer. Innerhalb von 40 Stunden entschieden sich beide, ihrem Ende zu begegnen, anstatt sich zu ergeben. Die offizielle Erzählung, wie sie von denen, die aus dem Bunker kamen, aufgezeichnet wurde, erzählt uns, dass Hitler und Braun sich am 30. April 1945 in einem privaten Raum zurückzogen. Später wurden ihre leblosen Formen entdeckt, was das Ende des Lebens eines Diktators und den Beginn einer Vielzahl von Mysterien markierte, die jahrzehntelang Spekulationen anheizen würden. Die Folgen von Hitlers Abgang waren von Geheimhaltung und Eile umgeben. Sein Körper, zusammen mit dem von Braun, wurde angeblich im Garten der Reichskanzlei verbrannt, ein Akt, der von wenigen bezeugt wurde.
Dieser überstürzte und etwas missglückte Versuch eines Scheiterhaufens ließ viele Fragen unbeantwortet und bot fruchtbaren Boden für Verschwörungstheorien. Eine der hartnäckigsten Verschwörungstheorien behauptet, dass Hitler tatsächlich die belagerte Hauptstadt entkommen ist. Befürworter dieser Theorie argumentieren, dass der Körper, von dem gesagt wurde, er sei Hitlers, ein Doppelgänger war. Eine gängige Praxis unter hochrangigen Beamten während des Krieges. Sie spekulieren, dass Hitler mit Hilfe von Loyalisten nach Südamerika floh, wo er in Anonymität lebte. Diese Theorie wurde durch Sichtungen und Gerüchte gestärkt, einschließlich Behauptungen über U-Boote, die in den Wochen nach dem Krieg an argentinischen Küsten landeten. Trotz der romantischen Anziehungskraft solcher Geschichten bleiben sie jedoch ohne glaubwürdige Beweise und gewannen in den Nachkriegsjahren an Fahrt, befeuert durch die Entdeckung von Nazi-Enklaven in Ländern wie Argentinien und Brasilien. Trotz umfangreicher Untersuchungen wurde jedoch nie konkrete Beweise gefunden, um diese Behauptungen zu untermauern. Eine andere Theorie schlägt vor, dass Hitlers Ende von den Alliierten inszeniert wurde. Eine Erzählung, die das Bild einer verdeckten Operation zeichnet, um in den Bunker einzudringen und den Führer zu eliminieren. Diese Version der Ereignisse, obwohl in Romanen und Filmen popularisiert, fehlt jegliche glaubwürdige historische Beweise und wird von Historikern weitgehend als fantasievoll angesehen. Vielleicht die umstrittenste Verschwörung dreht sich um die Rolle der Sowjetunion. Als sowjetische Truppen die Reichskanzlei eroberten, fanden sie angeblich Hitlers Überreste, die dann einer Reihe von geheimen Autopsien unterzogen wurden. Stalin selbst befeuerte Spekulationen, indem er westlichen Führern erzählte, Hitler sei entkommen. Die Sowjets blieben jahrelang zweideutig darüber, was sie entdeckt hatten, was zu Spekulationen führte, dass sie Beweise manipuliert hatten, um ihre Nachkriegserzählung zu bedienen. Erst 1970 gab die Sowjetunion zu, gefunden zu haben, was sie für Hitlers Überreste hielten, was die Erzählung weiter komplizierte. In den Jahren nach dem Krieg wurden diese Theorien und andere wie sie von Historikern, Verschwörungstheoretikern und der Öffentlichkeit gleichermaßen erforscht, seziert und debattiert. Trotz der Anziehungskraft dieser Erzählungen bleibt der Konsens unter Gelehrten, basierend auf verfügbaren Beweisen, dass Hitler sein Ende in jenem Berliner Bunker fand. Nach dem Sturm, die Echos des Untergangs eines Diktators. Im schattenhaften Nachspiel des 30. April 1945, als Adolf Hitlers Ende öffentlich bekannt wurde, fand sich die Welt an einem historischen Scheideweg wieder. Die Ankündigung, die die weit entfernten Ecken einer kriegsgezeichneten Welt erreichte, wurde mit einer Mischung aus Erleichterung und nachdenklicher Betrachtung aufgenommen. Die Straßen der alliierten Länder summten mit einem vorsichtigen Optimismus, verkörpert durch Winston Churchills Erklärung: Soweit es Hitler betrifft, sollten wir vielleicht Gott danken, dass er in die Vergessenheit übergegangen ist. Doch mitten in den Feierlichkeiten gab es ein spürbares Bewusstsein für die immense Aufgabe des Wiederaufbaus, die noch bevorstand. Der innere Kreis des Dritten Reichs, diejenigen, die bis zum Ende im Bunker verblieben waren, traf auf unterschiedliche Schicksale, jedes ein Nachtrag zum Zusammenbruch des Regimes. Joseph Goebbels, nachdem er seine 6 Nachkommen vergiftet hatte, unternahm zusammen mit seiner Frau Magda am 1. Mai 1945 drastische Schritte, um den Konsequenzen ihrer Taten zu entgehen, ein letzter Akt der Treue zu Hitler. Heinrich Himmlers Versuch, in Verkleidung zu fliehen, endete mit seiner Gefangennahme und der anschließenden Entscheidung, den Konsequenzen der Gefangennahme am 23. Mai 1945 in Lüneburg, Deutschland, zu entgehen. Hermann Göring, von den Alliierten gefangen genommen, wurde in den Nürnberger Prozessen für schuldig befunden, entzog sich aber dem Galgen, indem er am 15. Oktober 1946 Cyankali schluckte. Diese Episoden schlossen die Kapitel über das Leben derer, die einige der dunkelsten Seiten der Menschheitsgeschichte orchestriert hatten. Die Nürnberger Prozesse, die im November 1945 begannen, standen als monumentale Abrechnung mit den Schrecken des Nazi-Regimes. Hier, in der symbolisch ausgewählten Stadt wegen ihrer Bedeutung für die NSDAP, suchte die Welt, Gerechtigkeit zu verwalten. Die Prozesse hoben nicht nur die schrecklichen Verbrechen hervor, sondern setzten auch beispiellose rechtliche Präzedenzfälle, wie die Prinzipien des Völkerrechts, die Führer persönlich für ihre Handlungen verantwortlich machen.
Rudolf Hess, Albert Speer und Joachim von Ribbentrop wurden emblematisch für die höchsten Ebenen des Regimes, die vor Gericht standen. Ihre Strafen reichten von Haft bis zur Hinrichtung. Die geopolitische Landschaft, unwiderruflich verändert durch Hitlers Untergang, sah die Teilung Deutschlands und den Beginn des Kalten Krieges. Die Gründung der Vereinten Nationen am 24. Oktober 1945 repräsentierte den kollektiven Entschluss, einen Weg in Richtung Frieden und Zusammenarbeit zu beschreiten, ein starker Kontrast zu den isolationistischen Politiken, die dem Krieg vorausgingen. Die Schöpfung der UN verkörperte das Bestreben, in den Worten ihrer Charta, künftige Generationen vor der Geißel des Krieges zu bewahren. Die Aufgabe des Wiederaufbaus erstreckte sich über das Physische hinaus, auf das Moralische und Ideologische. Entnazifizierungsbemühungen suchten die deutsche und österreichische Gesellschaft von narzisstischem Einfluss zu reinigen, ein Prozess, der mit unterschiedlichem Erfolg und Widerstand begegnet wurde. Unterdessen rang die Welt mit der Enormität des Holocaust, was zu bedeutenden Bewegungen in Holocaust-Bildung und Gedenken führte. Die Gründung Israels im Jahr 1948, die den Überlebenden eine Zuflucht bot, unterstrich die globale Reaktion auf die Gräueltaten des Genozids. Kulturelle Reaktionen auf das Erbe von Hitlers Herrschaft waren tiefgreifend und vielfältig. Literatur, Film und Kunst tauchten in Themen der Tyrannei, Widerstandsfähigkeit und der menschlichen Kapazität für sowohl Böses als auch Erlösung ein. Anne Franks Tagebuch, posthum im Jahr 1947 veröffentlicht, und Elie Wiesels Nacht, veröffentlicht im Jahr 1956, boten persönliche, erschütternde Berichte über Überleben und Verlust, die die Welt an die menschlichen Geschichten hinter den historischen Ereignissen erinnerten. Als sich das unmittelbare Nachspiel von Hitlers Ende entfaltete, begab sich die Welt auf eine Reise der Reflexion und des Wiederaufbaus. Der Marshallplan, eingeführt im Jahr 1948, symbolisierte das Engagement zum Wiederaufbau Europas nicht nur in Infrastruktur, sondern auch im Geist, mit dem Ziel, das Wiederaufkommen der Kräfte, die zum Krieg geführt hatten, zu verhindern. Der Erfolg des Plans bei der Revitalisierung der europäischen Wirtschaften und der Förderung der Zusammenarbeit war ein Zeugnis für die aus der Verwüstung des Krieges gelernten Lektionen. Während wir in die Schatten der Geschichte eintauchen, durch das komplizierte Gewebe, das das Schicksal und menschliches Streben gewoben haben, sind wir über den Abgrund von Momenten gereist, die den Lauf unserer Welt hätten ändern können. Von den frühen Verschwörungen in den Bierhallen Münchens bis zum explosiven Versuch von Klaus von Stauffenberg am 20. Juli 1944 ist jede Geschichte ein Zeugnis für den Mut und die Überzeugung derer, die es wagten, sich gegen die Dunkelheit ihrer Zeit zu stellen. Diese Geschichten, verziert mit den Namen von Klaus von Stauffenberg, Georg Elser und anderen, erinnern uns an die Zerbrechlichkeit der Tyrannei gegen den unbeugsamen Geist des Widerstands. In den Worten von Dietrich Bonhoeffer, einem Theologen und Anti-Nazi-Dissidenten, »Schweigen im Angesicht des Bösen ist selbst böse. Gott wird uns nicht schuldlos halten. Nicht zu sprechen heißt zu sprechen, nicht zu handeln heißt zu handeln.« Dieses Zitat verkörpert die Essenz unserer heutigen Reise, eine Erinnerung daran, dass der Akt des Widerstands angesichts überwältigender Dunkelheit eine tiefgreifende Aussage unserer Menschlichkeit ist. Während wir uns von diesen Geschichten des Mutes und des Widerstands verabschieden, lassen Sie uns die Lektion mitnehmen, dass Geschichte nicht nur eine Serie von Ereignissen ist, sondern ein Aufruf an jeden von uns, für das zu stehen, was gerecht und richtig ist. Vielen Dank, dass Sie uns auf dieser historischen Odyssee begleitet haben. Bis zum nächsten Mal bleiben Sie fragend, bleiben Sie lernend und möge Ihre Neugier Sie stets zum Licht führen.